letzter Redner in dieser Aussprache hat Tobias Zech für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir erleben momentan in Syrien die größte humanitäre Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe gestern mit Christian Springer telefoniert. Der ist der Vorsitzende einer NGO, die sich nicht nur um die Länder um Syrien, sondern auch in Syrien immer noch aktiv ist, um sich die Menschen vor Ort kümmert. Und er hat mir geschildert, live geschildert, was passiert. Keine Nahrung mehr, keine Medikamente, keine medizinische Versorgung. Menschen in Aleppo, die versuchen, zu einem Arzt zu kommen, werden mit Snipern, mit Scharfschützen anvisiert und werden angegriffen, wenn sie den Stadtteil verlassen. Bis Dienstag ein Dauerbombardement, nicht nur von Fassbomben, mittlerweile bunkerbrechende Munition, die jegliches Leben auch im Keller, wo man sich versteckt mit seiner Familie, zerstört. Unheimliches Leid, und das vor unserer Haustür, direkt vor unserer Haustür. Somit ist es ganz klar, dass unser Ziel und, glaube ich, unser gemeinsames Ziel ja in diesem Haus sein muss, dieses Leid, diese Katastrophe, diesen Wahnsinn in Syrien zu beenden, und zwar nachhaltig zu beenden. Und jetzt liegt uns hier ein Antrag vor, und es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, wie man sich mit sowas beschäftigen kann. Na, Nuripur, Sie erlauben mir jetzt schon. Sie erlauben mir alles. Ich kann nicht anders. Und ich habe diesen Antrag gelesen. Sind ja auch bloß zwei Seiten. Sind ja auch bloß zwei Seiten. Das ist ein Schaufensterantrag. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein Schaufensterantrag. Allein das Beispiel Deir Essior, das Sie nennen, mit der Luftbrücke. Daher gibt es überhaupt keine Luftbrücke, es sind Airdrops, die verwendet werden. Airdrops sind High-Altitude-Ladungen mit Medikamenten und mit Nahrungen. Wissen Sie, Herr Nuripur, das können Sie im Feld machen. In urbanem Gelände geht das nicht. Es funktioniert nicht. Sie fordern eine Luftbrücke, das funktioniert nicht. Airdrops, dieses Beispiel, können Sie in Aleppo nicht verwenden. Das Zweite, Sie sprechen in dem Antrag an, auch wieder Daher SEOR mit Sicherung des syrischen Regimes. Das ist genau der Fall. Sie haben einfach die Beispiele verwechselt. Sie haben diametral eine andere Situation. Sie erwecken Hoffnungen für die Menschen, die sie niemals erfüllen können. Das ist Schaufensterpolitik und hat mit der Situation vor Ort nichts zu tun, vor allem nicht mit der Ernsthaftigkeit der Lage. Zweiter Punkt. Sie fordern in Ihrem Antrag, ich zitiere, Frau Präsidentin, die Staaten der ISSG müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die UN und das World Food Programm unterstützen, eine Luftbrücke einzurichten. Lieber Wolfgang Gerke, ihr unterstützt diesen Antrag. Jetzt finde ich das ja gut, wenn ihr euch hier produktiv beteiligt. Nur ich habe die Linke die letzten 3 Jahre im Parlament immer erlebt gegen Militäreinsätze. Wenn man diesen Antrag liest, alle zur Verfügung stehenden Mittel, ist es kein Ausschluss vom Militär. Das ist der Bundeswehreinsatz in Syrien, der hier hinter der Hand gefordert wird. Dafür sind wir nicht zu haben, und es wundert mich sehr, dass ihr dem zustimmt. Ich habe ihn gelesen. Der nächste Punkt, ich bin ja noch gar nicht fertig mit Ihrem Antrag. Ja? Wie gesagt, es steht ja nicht viel drin, aber alles, was drin steht, ist falsch. Das World Food Programm, wissen Sie, Herr Nuripur, das World Food Programm soll diese Luftbrücke machen. Jetzt habe ich mich mit dem Chef vom World Food Programm zufällig am Dienstag unterhalten. Wissen Sie, was der zu mir sagt? Der sagt, wir halten überhaupt nichts von der Idee. Wir können das gar nicht. Wir möchten das in Aleppo so gar nicht machen, weil wir keine Sicherung haben, weil wir die Airdrops, die wir anwenden, gar nicht durchführen könnten. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich, bevor Sie solche Anträge stellen, sich mal mit denen unterhalten, die das durchzuführen haben und durchführen müssen, und mal auf die hören, denn Sprechen hilft auch, Lösungen zu generieren. Nächster Punkt. Sprechen hilft, Lösungen zu generieren. Das haben wir gestern erlebt. Wir haben gestern eine Sitzung gehabt, eine Konferenz hier in Berlin zwischen François Hollande, Angela Merkel, Wladimir Putin, und die sich nach dem Normandie-Runde auch darüber unterhalten haben. Und ganz wichtig, da können wir der Bundeskanzlerin dankbar sein, wie wir in Syrien weiter diplomatisch vorgehen. Und darum geht es. Seit gestern haben wir Hoffnung. Herr Kollege Zech, Kollegin Franziska Brandner hat noch einmal eine Zwischenfrage. Ja, Herr Zech, wir machen es auch kurz. Ja? Ja. Aber Sie haben ja gesagt, World Food Program sagt, wir brauchen dann auch eine Sicherheit. Ist ja alles gut. Uns geht es ja darum zu sagen, konfrontieren wir doch mal Assad und Russland. Wenn Sie mir zuhören würden, geht es schneller. Entschuldigung, ich habe nur kurz was geklärt. Konfrontieren wir doch mal Russland und Assad damit und sagen, wir sind bereit, das zu machen.
Hilfe zu liefern. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Reaktion ist. Uns geht es ja nur darum zu sagen, machen wir doch mal wenigstens einen Schritt, sind es bereit zu tun. Und dann werden wir sehen, wie die Reaktion ist. Okay, Frau Brandner, vielen Dank für die Frage. Ich sage Ihnen nur, darf ich zweimal zitieren, Frau Präsidentin, als Antwort. Ich zitiere aus Ihrem Antrag. Zweitens, der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf. Die Staaten der ISSG müssen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Vereinten Nationen und das World Food Programm unterstützen, eine Luftbrücke für alle notleidenden Menschen in Syrien einzurichten. Zitat Ende. E-Mail des World Food Programm an mich heute. Ich zitiere: Zu Ihrer Anfrage habe ich nochmals Rücksprache mit unserem Landesbüro in Syrien gehalten, was darauf hingewiesen hat, dass eine Luftbrücke oder Airdrops für Aleppo keine Option darstellen. Das, Frau Brandner, ist die Antwort auf Ihre Frage. Machen Sie Ihre Hausaufgaben richtig, machen Sie hier vernünftig Politik, unterhalten Sie sich mit den Menschen, die es umsetzen müssen, und dann kommen Sie nicht daher und stellen Anträge. Ich darf fortführen. Wir haben seit dieser Woche wieder ein bisschen Hoffnung. Vielen Dank nochmal an die Bundeskanzlerin für das Format gestern. Wir haben seit Dienstag kein Bombardement mehr. Wir haben bis Samstag, wenn auch nur kurz, aber immerhin jeden Tag 11 Stunden Waffenruhe in Aleppo. Und ab morgen werden die ersten Menschen über acht Fluchtwege, über acht Rettungswege evakuiert. Das ist in der ganzen Tragik der Situation ein Lichtblick. Lassen Sie uns doch gemeinsam dafür kämpfen, dass aus der Waffenruhe ein Waffenstillstand und aus dem Waffenstillstand irgendwann Frieden wird. Herzlichen Dank. Der Kollege Gerke erhält das Wort für eine Kurzintervention.